Moment, warte, das ist neu. Ich habe sogar noch den Kassenzettel da hinten dran, also dieses Ding. Ja, Größe M. Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze mal wieder vor meiner Kamera, also vor meiner normalen Kamera und vor meinem Hintergrund. Yay, was ein Wunder. Endlich mal wieder nach einem halben Jahr oder so. Falls ihr mich noch nicht kennt, hey, ich bin Laura und ich heiße euch ganz herzlich willkommen auf diesem Kanal. Momentan befinde ich mich ja in Deutschland und ich dachte mir, da ich früher immer einen Shopping-Haul abgedreht habe, einen DM-Haul abgedreht habe, gibt's heute mal wieder einen Shopping-Haul. Ich habe nämlich in der letzten Zeit, ich bin jetzt seit einem Monat wieder in Deutschland, da habe ich doch schon einiges so an Klamotten und so gekauft, deswegen dachte ich, ich stelle die euch mal vor in diesem Video. Nicht wundern, hier steht vielleicht Werbevideo. Da geht es einfach nur um meine eigene Absicherung und da, wie gesagt, Marken genannt werden in diesem Video. So, dann würde ich sagen, wir fangen auch schon direkt mit dem ersten Teil an. Und zwar war ich auf der Glow, wie vielleicht einige von euch wissen, und da habe ich natürlich auch ein wunderschönes Glow-Outfit benötigt. Da habe ich mir zum einen so eine schicke Hose hier bestellt. Das ist so ein Bronzeton. Ich würde nicht sagen, dass es orange ist. Braun ist es auch nicht. Das ist, wie gesagt, eher so ein Bronzeton, kann man das so nennen. Ich dachte gerade, da wäre ein Fleck. Ja, das ist auf jeden Fall so eine, wie nennt man das denn? Eine Culotte-Hose. Die ist von ASOS. Und die hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Die habe ich in der Größe 38 genommen. Die sitzt so gemütlich und die ist auch halt unten weiter. Ihr seht es ja auf dem Foto. So gut sieht das aus. Also ich liebe ja so Hosen momentan eh sehr, sehr gerne. Und genau. Man sieht auch noch die Struktur. Da sind halt so Streifen drin. Also die mag ich echt mega, mega gerne. Genau, das ist mein erstes Teil. Und die hat hier oben auch noch so einen dehnbaren Bund, was ich halt auch wichtig fand. Ja, deswegen passte mir auch in Größe 38. So, was ich dann dazu anhatte, ihr könnt mich übrigens auch auf Instagram abonnieren, falls ihr immer so meine Outfits und so sehen wollt oder mich im Gabbel-Look sehen wollt, wie fast jeden Tag. Ich habe mir außerdem noch so ein Wickelshirt, kann man das so nennen, bestellt auf ASOS und das habe ich dann halt mit der Hose kombiniert. Genau, das ist einfach so ein weißes Wickelshirt, das ist auch von ASOS. Ist in der Größe 40, 38 hat mir auch gepasst, aber es war an den Armen irgendwie so ein bisschen eng. Upsi. Genau, das ist ganz normales Shirt, das kannst du halt einmal um deine Taille wickeln oder zweimal und dann eine schöne Schleife reinbinden. Liebe ich. Ich liebe dieses T-Shirt. Ich finde, das ist einfach, es ist eigentlich ein Basic-Shirt, nur noch mal ein bisschen aufgewertet. Also ich finde das mega cool, halt auch mit der Schleife und so. Deswegen ist das mein zweites Teil und schon wirklich mein Lieblingsteil. Dann kommen wir zum nächsten Teil und zwar habe ich das gerade an. Moment, ich stehe mal auf. Und zwar ist das so ein Shirt, so ein bisschen cropped. Ich liebe diese Farbe, Leute, ich liebe diese Farbe. Ihr werdet noch ein weiteres Teil in der Farbe in diesem Haul sehen. Ja. Dieses Shirt ist von H&M. Es ist eigentlich wirklich ein Basic-Shirt, aber halt wieder ein bisschen aufgewertet. Laura, wow, schöne Wortwahl. Lässt sich auch, wie gesagt, super zu High-Waist-Hosen anziehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das zu der passen würde. I don't know. Aber ich habe auch noch andere. Ja. Das Shirt habe ich in M genommen. In 38, glaube ich. Ja. Moment, warte, das ist neu. Ich habe sogar noch den Kassenzettel da hinten dran. Also dieses Ding. Ja, Größe M. Kommen wir zum nächsten Teil und da habe ich sogar einen Rabattcode für euch von der Seite. Und zwar habe ich mir was von Shein bestellt, darüber habe ich auch schon mal ein Haul gedreht. Und zwar habe ich mir von Shein zwei Teile bestellt. Einmal dieses wunderschöne. Ich wusste nie, ob das mir steht und ob ich mich mal sowas trauen soll. Es ist ja aber auch in, ne? Und deswegen habe ich mir hier so ein Schlangenmusterkleid bestellt. Ich finde das richtig cool, da das mir wirklich perfekt passt, was ich nicht gedacht hätte, denn ihr seht gleich noch ein Fail von Shein. Auf jeden Fall passt mir das sehr, 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 sehr gut. Habe ich in Größe 38 ausgewählt. Es ist vorne so zum Zuknöpfen und hat meiner Meinung nach wirklich so die perfekte Länge. Also es sieht mega cool aus. Ah, nee, das ist Größe S sogar. Oha, wieso habe ich S bestellt? Ja, geil, okay. Also es hat meiner Meinung nach wirklich so die perfekte Größe. Ich finde auch mit einer Kette und vielleicht noch mit einer Bauchtasche, wie ich das jetzt hier auf dem Video anhab, sieht es ziemlich, ziemlich, ziemlich cool aus. Und das Gute ist, man kann sogar im Herbst, wie ich finde, sogar eine Strumpfhose und eine schwarze drunter ziehen und die mit coolen Boots und so kombinieren. Also das kann man zum Sommer tragen und auch zum Herbst und zum Frühling.
Und vielleicht auch zum Winter. Genau, bevor ich dann zum zweiten Teil von Shein komme, ich blende euch mal hier unten den Rabattcode ein, den ich für euch habe. Also wie gesagt, die Qualität von der Seite ist top. Ich packe euch die Links auch nochmal unten in die Infobox auf, was ich hier alles so anhabe, was ich hier trage. Also ich verlinke euch mal alles Nötige unten in der Infobox. Dann kommen wir zu dem zweiten Teil von Shein. Ich dachte mir so, bestelle ich mal ein Bikini, der wirklich sehr, sehr schön ist. Ich zeige ihn euch mal vom Muster her. Also wirklich mega, mega für den Sommer. Und ich bin ja auch gerade braun. Ich weiß nicht, die Kamera macht mich irgendwie so hell. Ich bekomme es nicht so ganz auf die Reihe. Auf jeden Fall bin ich gerade noch braun und ich dachte mir, oh, der Bikini, der wäre perfekt. Packe ich den aus. Leute, das ist M. Größe M. Es geht mir noch nicht mal um den Hals. Also es ist viel, viel zu klein. Wahrscheinlich Größe XS oder so. Aber ja, da steht sogar M drin. Ihr seht's hier. Also es ist auf gar keinen Fall M. Aber ich hatte schon mehrere Bikinis von Shein und Zaful und so. Und die passen mir eigentlich auch wirklich immer gut. Nur das ist so ein leichter Fail. Ist mir viel zu klein. Und Leute, in das Oberteil werde ich niemals reinpassen. Also es ist wirklich sehr, sehr klein. Sehr, 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 sehr klein. Das war ein leichter Fail. Aber wenn es 2 Nummern größer gewesen wäre, wenn die mir das 2 Nummern größer zugeschickt hätten, dann hätte es wahrscheinlich gepasst. Ja. Aber ihr könnt euch trotzdem mal umschauen bei Bikinis auf Shein, aber wie gesagt, lieber 1-2 Nummern größer bestellen dort. Genau, also werde ich dann meiner Schwester wahrscheinlich schenken oder fragen, ob die das irgendwie umtauschen. Also wie gesagt, bei Bikinis immer eine Nummer größer bestellen. Bei Shein zumindest. Bei Zaful zum Beispiel ist das nicht so. Da passt mir M wirklich perfekt. So, dann kommen wir, wie ich finde, zu einem wunderschönen Kleid. Das habe ich letztes Jahr schon mega oft bei H&M gesehen und ich habe es mir endlich bestellt und es ist so schön, es sieht wunderschön aus. Vor allem, wie gesagt, wenn man noch ein bisschen Farbe hat. Und zwar ist das das hier. Das kennt ihr bestimmt vom Muster her. Ich wollte mir das schon immer bestellen, ich habe es aber nie getan, weil ich dachte so, 40€ für das Kleid ist ein bisschen viel, aber ich hatte einen Rabattcode, 20%, und deswegen dachte ich so, geil, geil, geil. Ja, das ist nämlich das Kleid und ihr seht, es ist in der gleichen, fast gleichen Farbe, doch ist in der gleichen, wie mein Oberteil. Ich stehe auf dieses, wie die das nennen, mattgrün oder so. Ja, sehr, sehr schön mit hier auch noch den Strickereien, den weißen unten und an den Ärmeln und am Dekolleté. Mega cool. Das Kleid habe ich in der Größe 38 bestellt und ja, es gibt es in ganz vielen Farben, auch noch in weiß, mit schwarzen Stickereien, in dunkelblau, in einem anderen Blau. Perfekt jetzt zum Sommer oder zum Frühling, da wir jetzt doch schon ganz schönes Wetter haben. Kommen wir zu einer Hose von ASOS. Und zwar ist das wieder so eine Hose, so eine Culotte-Hose wie die, bloß in einem anderen Stoff. Das ist eher so ein Leinenstoff, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Die habe ich mir eigentlich hauptsächlich für die Arbeit in Marokko gekauft. Da brauchen wir nämlich weiße Hosen. Aber ich finde, ihr seht es jetzt hier eingeblendet, auch mit diesem grünen Oberteil sieht das so cool aus. Und die Hose sitzt mega gut und sie ist extrem high-waisted, wie ich das so sehe. Finde ich sau cool. Ja, also die gefällt mir mega gut, kann man oben auch noch mit einer Schleife zusammenbinden. Unten ist die halt echt weit an den Beinen, aber sieht so cool aus. Wie gesagt, ich liebe diesen Style. Das ist die Hose und die habe ich mir von ASOS, wie gesagt, in Größe 38 bestellt. Ich packe euch die Links von den ganzen Klamotten übrigens auch in die Infobox. So, nächstes Teil ist von Amazon Fashion und zwar ist das, wow, ich finde den auch so geil. Oh, der passt auch, der würde mega gut zu meinem Outfit passen gerade. Ziehe ich euch auch jetzt so an. Also, da haben wir einen wirklich super langen Cardigan, einen Strickcardigan. Also wirklich in so einem Strickmuster. So schön, Leute. Wir haben jetzt zum Beispiel eine White Party in Marokko und da stelle ich mir den mega geil vor. Einfach mit einem Shirt drunter, mit einer kurzen weißen Hose oder so. Ja, macht voll was her, hatte ich jetzt auch schon einmal an. Mega cool. Und weiße Sachen im Sommer ist sowieso der Oberburner. Den habe ich von Amazon und der hat, glaube ich, nur 10€ gekostet. Ja. Den verlinke ich euch auch unten. Sehr cool auf jeden Fall. Dann kommen wir erstmal zu noch einer weißen Hose, die ich eigentlich auch für die Arbeit gekauft habe. Die finde ich aber auch zum Beispiel mega zu dem Cardigan, muss ich sagen. Die ist auch von ASOS, die sieht relativ groß aus, ist aber nicht so. Das ist hier einfach eine ganz normale Jeans-Short. Die ist auch High-Waist, wollte ich nämlich unbedingt haben. Die ist in Größe L, ziemlich groß sogar. Die ist mir auch oben am Bund zu groß, aber halt wegen meinen Beinen passe ich da trotzdem super rein in L. Ja, das ist wirklich eine komplett normale Jeans-Short. Jeans-Short. So, dann habe ich noch
eingepackt von Asos. Ich weiß nicht, dadurch, dass ich jetzt diese ganzen Culotte-Hosen immer trage, ich hoffe, die heißt überhaupt Culotte, wollte ich mir ein paar Crop-Shirts bestellen und habe mir deswegen, ich finde, das sieht auch so schön aus, von Asos so ein Crop-Shirt bestellt in Größe 38. Es hat einfach so dickere Träger, was es, finde ich, voll besonders macht. Es ist ziemlich kurz, muss ich sagen, aber also ihr seht jetzt auch gerade zu der weißen High-Waist-Hose, sieht das einfach auch mega gut aus im Sommer, wenn man es dann noch mit so schönen Ketten und so kombiniert. Ohrringe, kann ich mir auch so schöne pinke Ohrringe vielleicht dazu vorstellen. Ja, das ist auf jeden Fall mein weißes Shirt. Ich finde, ich habe sowieso, ich kaufe mir viel zu selten so Basic-Sachen. Das ist ganz schlimm. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch so seid. Ich finde irgendwie, keine Ahnung, man denkt, es ist auch 10 Euro für so ein normales Shirt, aber man braucht es eigentlich. Also, ja, deswegen wollte ich das jetzt mal ein bisschen ändern. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Sorry Leute, ich habe gerade das Mikro vergessen in die Hand zu nehmen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gab von Lidl eine Esmara X Influencer Kollektion und da habe ich mir zum einen, den ich jetzt auch schon auf mega vielen Instagram-Fotos anhatte, diesen Rucksack hier gekauft. Der ist von der Shanti. Der sieht so cool ausgetragen. Ich schwöre euch, ich liebe den. Und er passt sogar zu diesem Grün. Der passt zu jedem Outfit. Und ich finde auch einfach Kontrast manchmal. Zum Beispiel, hier habe ich einen blauen Pulli liegen. Ups. Passt einfach alles perfekt zusammen. Genau, das ist hier einfach so ein Rucksack. Und da passt wirklich mehr rein, als man denkt. Der hat vorne auch nochmal so ein extra Fach. Und man kann ja die Träger hier auch gut verstellen. Also den liebe ich und den will ich auf jeden Fall nicht missen im Sommer. Ja, perfekt. Die Größe ist auch mega cool. Passt meine Kamera rein, wenn ich mal vlogge oder so. Ja, das ist der Rucksack. Hat auch nur 15 Euro, glaube ich, gekostet. Wie gesagt, Lidl online. Ja. Kommen wir zu meinem letzten Teil sogar schon. Und zwar ist das hier, das ist jetzt ein bisschen verkrumpelt, ihr seht es ja jetzt angezogen. Und zwar ist das hier von H&M ein weißes Kleid, aber nicht nur ein weißes Kleid, sondern ein weißes Kleid, das hat so Rüschen unten und an den Ärmeln auch. Es ist mir ein bisschen zu groß, muss ich sagen, aber ich finde, das macht irgendwie was her. Vor allem, weil es halt noch so einen Taillengürtel hat und deswegen finde ich das super, super schön. Und mein Gott, H&M hat so schöne Sachen derzeit. So wunderschöne Sachen. Schaut da mal auf jeden Fall vorbei. Habe ich in Größe M mitgenommen. Ja, was habe ich mitgenommen? Bestellt. Also ich denke, es hätte auch auf jeden Fall gelangt. Aber es macht mir jetzt nichts, dass es ein bisschen größer ist. Ja, Leute, das war's mit meinem Haul. Mal wieder. Ich habe mich so gerade ich war den ganzen Tag so aufgeregt und habe mich so gefreut, endlich dieses Video abzudrehen. Dann würde ich sagen, Leute, bis zu meinem nächsten Video. Könnt ihr mich sehr, sehr gerne kostenlos abonnieren. Vielleicht knacken wir bald die 20.000 Abonnenten. Das wäre so heftig, alter Schwede. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Video. Hier kommt ihr zu meinem letzten Video und da könnt ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Video, Leute. Und viel Spaß beim Nachshoppen. Und vergesst den Link nicht von Shein, den Rabattcode. Also ciao.